Blumen. So, yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute geht's direkt weiter mit der Tipps und Laufwege. Alter, Tipps und Laufwege Folge. Und ja, da wartet man nicht lange hier. Geht man nicht lange um heißen Brei rum. Genau, Leute, fangen wir direkt an. Und zwar auf C scheiße ich wieder. Ohne Witz, auf die 50 Punkte kann ich echt verzichten. Da bin ich lieber so schnell wie möglich hier an der Position und schau direkt dahinter. Weil da hält glitschen sie oft, wenn da keiner ist, Leute. Erstmal direkt eine Flash da hoch und darüber. Sehr wichtig, Leute, sehr, sehr wichtig eigentlich. Und ja, dann könnt ihr euch hier so hinlegen, je nachdem, ob da jemand ist oder nicht. Wenn da keiner ist und da auch nicht, dann fetzt er so schnell wie möglich hier rum und zieht es direkt dahin. Direkt, Leute. Ohne Scheiß, weil hier headglitchen sie so oft in die Richtung. Also headglitchen sie direkt dahin. Also zielt direkt dahin und schaut, dass euch da keine holt. Genau, wenn ihr hier alle geholt habt, erstmal dahin gezielt und dann hier rumschauen, weil sie hier wirklich auch gerne stehen. Hier so im headglitch. Keine Ahnung, das sind so die Lieblingsspots von den Gegnern immer bei mir. Ja, genau, und wenn ihr hier alles zerstört habt, dann könnt ihr euch hier in Hellglitch chillen. Könnt ihr hier mal kurz in Hellglitch. Müsst ihr aufpassen, dass wenn sie von da kommen, dass sie euch nicht holen. Dann könnt ihr also immer zwischen dem Hellglitch hier switchen, zwischen dem. Könnt ihr euch mal hier hinlegen. Oder ihr geht's dann einfach mal. Alles klar. Bei mir läuft schon wieder richtig, Mann. Halt's Maul jetzt, Mann. Ich will einfach zocken, Mann. Ja, Leute, kurzer Cut, wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, jetzt bin ich hier auch schon back. Ohne Scheiß, was war das wieder von Bug in Black Ops 3? Warum hat's wieder nicht funktioniert, Mann? Auf jeden Fall habe ich jetzt hier eine andere Waffe, ja, scheiß drauf eigentlich. So, Leute. Wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube mal hier, Leute, auf jeden Fall. Ja, ihr könnt euch dann hier hinlegen, habe ich gesagt. Und ja, dann könnt ihr hierher switchen. Könnt ihr euch hier mal hinlegen. Ganz locker. Oder dann hier hin. Da könnt ihr eine Termitin klatschen. Dann könnt ihr da zwischen den zwei Steinen nicht so richtig durch. Und dann müsst ihr hier auf jeden Fall aufpassen, müsst ihr da eine Blend hinwerfen. Dann ist hier auch alles safe, weil da hinten spawnt sie, kommen dann oft hier hoch, gejumpt so. Genau, hier könnt ihr echt auch gut Headglitchen. Also die Map besteht nur aus Headglitch-Spots, ohne Witz. Und ja, dann kommen wir eigentlich direkt zur anderen Seite, Leute. Und zwar, man spawnt hier unten, ich fetze dann immer direkt hier hin. Schau, ob da oben einer hingerusht ist. Meistens ist da wirklich keiner. Fetzt dann direkt hier hin und snag mir die hier. Klappt wirklich meistens gut. Fast das gleiche Prinzip wie von der anderen, von C, wenn man da spawnt, sondern in die andere Richtung. Genau, dann schaue ich halt hier. Schau da hoch, weil meistens ist da dann schon einer. Müsst ihr auf jeden Fall hinter den LKW gehen, dass die euch nicht von hinten beschießen können. Meistens oder manchmal steht hier einer. Und ist davor schon hier hingerusht hier. Genau, Leute. Dann könnt ihr auch hierher und da runterballern, weil sie da wirklich spawnen, wirklich wie Hühner. Genau, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass sie, wenn sie von so außen rumgehen und euch von da holen wollen. Ja. Ich denke, das bekommt ihr aber hin. Ich habe es auch hinbekommen, also bekommt ihr das auch hin. Genau, dann könnt ihr auch hier hochjumpen. Mal von der Seite hier so chillen und sie von hier oben dann da runterholen. Und ja, dann könnt ihr auch die Seite hier so wechseln. Wenn ihr hier mal zwei Stück geholt habt, könnt ihr da rüber jumpen. Denkt sich der, wenn er um die Ecke kommt, der ist da nicht mehr, dann steht sie einfach hier. Also so kann man die Gegner ganz easy verwirren, Leute. Nutzt sowas wirklich aus. Genau. Und ja,
Meistens spawnen die Gegner dann auch entweder in dem Haus drin oder ganz normal da unten. Oftmals auch in dem Haus, da könnt ihr dann auch hier so, keine Ahnung, müsst ihr euch einen Trick, keine Ahnung, müsst ihr die da oben auf jeden Fall aus dem Fenster holen. Wenn ihr hier um die Ecke kommt, zielt ihr am besten direkt da so hin. Genau, so schön da rausholen. Ganz easy. Sollte auch machbar sein, ist jetzt nicht wirklich schwer, wenn man weiß, dass da oftmals welche stehen, genau. Genau, Leute. Dann war es das für das Video schon wieder. Lasst einen Daumen nach oben da. Sorry für den kurzen Cut. Ich hoffe, das hat euch nichts ausgemacht. Aber, ja, hab genauso, genau das gleiche gelabert, was ich eigentlich labern wollte. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, Leute. Ciao.